Ebi, was haben wir am Morgen? Bist du so aufgeregt? Überraschung. Überraschung? Was sind das alles hier für Outfits? Jeden Tag machst du diese Outfits. Ja, Ja. weil ich weiß nicht, welche morgen anziehen soll. Weil es wird ja warm. Ja. Aber man soll ja Kinder immer eine Schicht mehr anziehen. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob das, das, das oder das. Zeig mal die. Zeig mal das Weiße. Also das ist ein Body, ne? So an der Seite ein Wickelbody Ja. mit so einer süßen Das Hose. ist süß. Ich liebe dieses Outfit. Dann haben wir einmal, was du mir hier geschenkt hast. Das ist auch mega süß. Ja, ist zum Muttertag, ne? Ja. So ein kleiner Das ist Turban. das Beste. Dann haben wir hier auch etwas Kurzes. Das ist auch mega süß. Ja, ne? Ist Ja, echt finde ich voll auch. süß. Aber ich glaube, das eher nicht, das ist zu wenig Das sonst. Geilste ist das. Ja, das finde ich auch richtig Zeig mal die killer. Hose. Einfach Die so ist so eine killer, wirklich. Das ist so Pepperidge-Hose. eine richtig coole Hose. Jetzt kommt gleich wieder, Leute, ich muss bügeln. Aber ich bügel keine Babyklamotten, weil ich ziehe meine Tochter am Tag dreimal um. Welches willst du mitnehmen? Das machen wir weg, weil das ist, glaube ich, zu wenig. Ja. Ne? Jetzt haben wir noch drei hier. So Ich raus. kann mich nicht entscheiden. Eins, zwei, drei. Das ziehen wir aber anders an, okay? Danke. Okay? Okay. Das passt für morgen Ja, nicht. pack raus, okay. Ich liebe dich. Dann haben wir noch die beiden. Welches findest du besser? Ich finde beide gut, aber das Weiße ist cooler. Ja, wollen wir das Weiße Das anziehen? Weiße. Okay, ja. Ja? Ja, Nimm okay. wir? Wir ziehen dir das an. Oh Gott sei Morgen. Dank. Mit Endlich. einer weißen Schleife. Okay. Ich hole die. Ja. Ich hab sie. Hast du? Ja, haben wir Zeig. zugeschickt bekommen. Ja, zeig mal die Weiße. Ja, die passt gut dazu. Ne? Perfekt, dann nehmen wir das, hä? Zieh mir die an. Okay. Ui. Leute, heute haben wir ein Babyshooting. Extra nur für Mira. Meine Prinzessin wird heute schon gemodelt. Kann ich mal reden? Und hat schon ein Shooting. So ein Babyshooting, hä? Ja. Gerade auf die Welt gekommen. Ja, Wer hat das organisiert, hä? ich. Ich? Ja, sie hat ein Schleifchen an. Hat ein Schläfchen an? Oh, ich Schnecke. Jetzt geht's los, hä? Dann go. Komplett neue Perspektive. Ich sitze hinten. Ne, Hamso? Ja. Also ich bin nach hinten verfrachtet worden, weil Mira ja neben mir ist. Und ja, ich habe ja das Baby-Shooting organisiert. Und ich bin richtig gespannt, wie das heute wird. Ich musste Mira bis eben wach halten, 2 Stunden lang. Und Leute, die ist eine ganz schöne Zicke. Also das war dann echt was. Dann habe ich sie noch gestillt und jetzt sind wir auf dem Weg. Sie schläft schon. Und sie schläft, ja. Jetzt kommt sie wahrscheinlich in die Tiefschlafphase. Dann können wir in Ruhe shooten. Hanso, Ja, ich habe Hunger. da ist was. Kaufst du mir dann später was? Ja klar, was Mila willst du hat denn auch jetzt? Hunger. Ihr könnt alles essen, was ihr Mila, wollt. was wollen wir essen heute? Meine Prinzessin klingt anders. Ah. Leute, Mila hat eine Schleife an. Ist das nicht süß? So, wir sind jetzt da und jetzt gehen wir zum Shooting, hä? Ja. Okay, dann let's go. Let's go. So, das ist eine kleine Location, wo ein Bild gemacht wird. Zum Beispiel ein kleines Outfit, was sie anzieht. Mira wird gerade angezogen. So, eine Dekomütze muss auch dran, ne? Wird gerade beruhigt. Ja, voll süß. Meine kleine Knutschkugel. Kleine Maus wurde jetzt eingepackt. Knuffig, oder? Meine kleine Ehrlich. Knutschkugel, oi. Meine Knutschkugel nicht deine. Nein. Doch. Unsere. Unsere? Meine. Ja. Deine, Oh. ja? Aha. Wie geht's dann schon? Wenn zwei sich streiten, dann ist die dritte. Ja. Guck mal, sie wird gemodelt. Ja? So was hatte ich noch nie. Nee, ich auch Außer das nicht. eine Mal beim Babybauch-Shooting. Ja. Prinzessin auf der Erbse. Ich bin stolz auf sie. Ja? Wie süß sie da liegt, ne? Ne, das steht in das Lilane. Ja. Oder? Heißt, wir kaufen hier ab sofort lilane Sachen. Steht ihr? Steht hier echt richtig Ne? drin. Muss man. Knoppel wird gerade vorbereitet. Ja. Für den nächsten Foto. Hast du eingebildet? Ich schwöre, sie ist eingebildet. Aber wegen wem? Wegen dem. Ist nur der Vater, oder die Tochter? Wie süß sie aussieht. Oh. Guck mal. Bitte guck mal, wie sie aussieht in dem Korb. Das ist so knuffig, wirklich. Kein Spaß. Wirklich. Sie schläft einfach so. Hast du schon neu verliebt? Ich habe mich Warum? neu verliebt in Mira. Warum? Weil sie einfach so knuffig sitzt Und du und mich kommt. nicht? Doch, das mache ich ja auch jeden Tag neu. Ja, Aufs keine Neue. Ausrede. Nichts gesehen, was so süß ist, ey. Das sieht ja echt mega süß aus. Also das müsst ihr auf jeden Fall mit euren Neugeborenen auch machen. Also Mira hat ein richtiges Shooting hier. Da wird sie gerade verwöhnt. Mit kuscheligen Verblitzt. Sachen. Ne?
Verblitzt auf jeden Fall. Lebt übrigens, Leute. Erstmal Mira ihr Fuß rausholen. Ja, genau, wird ein Foto. Und alle Fotos könnt ihr auf Instagram dann sehen, weil wir die dann posten da. Jetzt bist du wach. Das ist ein Mira-Move. Süß. Das ist killerlich. Ist. Bestimmt killerlich. Ich möchte ne? nicht. Aber eben so eiskalt Fuß runter. Ja. Kein Bock. Möchte du? Hättest du mal runtergenommen? Ja, einfach so aufgeknickt. Bin nicht dran. Ja. Ich hab noch Pause. Viel Spaß. Dankeschön. Wer bist du? Versuch mal, dass du beide Hände so. Ich laufe mit der Klammer hier rum. So Leute, wir sind wieder zu Hause. So mein Schatz, dein Endfazit, was sagst du dazu? Also ich fand das Shooting richtig, richtig schön. Es hat auch richtig Spaß gemacht und Mira hat auch richtig gut mitgemacht. Wirklich? Also wirklich, Props an die kleine Maus. Und ja, ich bin einfach auf die Bilder jetzt gespannt. Und ich freue mich auch, aber wie man sieht, es war trotzdem anstrengend. Wir sind sehr, sehr müde. Sehr kaputt, wirklich. Ja, weil heute Morgen mussten wir Mira 2 Stunden wach halten, damit sie halt beim Shooting in den Tiefschlaf kommt. Und Mira hat das nicht so gefallen, gar nicht gefallen. Nee. Und ja, und jetzt bin ich halt dementsprechend auch sehr, sehr müde, weil das Shooting ganz, ganz früh war. Also für uns früh, ja, wenn man kaum schläft in der Nacht. Und ja, jetzt bin ich auf die Bilder mega gespannt. Ich auch. Ich glaube schon, also so wie sie ausgesehen hat, oi, kleines Arschgebiet. Muss man aufessen, ne? Ja, die war echt, oi. Richtig süß, wirklich. Und lila steht ihr. Wir müssen hier ganz viel lila kaufen. Ja. Und jetzt gehst du schlafen. Ja. Ne? Ja. Und ich, wenn Mira aufwacht, dann werde ich mich drum kümmern, okay? Danke. Gerne. Und da bestimmt jetzt viele Fragen werden, wo, ob ihr die Bilder aussehen könnt. Und wo die landen. Wir laden auf jeden Fall 1 bis 2 Bilder bei Instagram hoch. Natürlich ohne Gesicht, Leute. Aber 1 bis 2 Bilder laden wir bei Instagram hoch. Deswegen checkt auf jeden Fall die Links in der Bio. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal.